Hallo, oh, mit langem O. Falls ihr es nicht schon mal probiert habt, hätte ich einen O, Krümel auf dem Hemd. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Wo wollte ich hin? Ja, ihr wollt zwei Leute miteinander bekannt machen. Da könnte man natürlich auch eine genussvolle Unterhaltung draus inszenieren. Ihr müsst halt nur dem einen, was ich im Beispiel jetzt, ein neuer Freund, jemanden, den ihr kennenlernt, den ihr vielleicht eurer Frau vorstellen wollt, dem müsst ihr sagen, immer, stell dich ja mal meiner Frau vor. Muss nur bitte eins bedenken, wenn wir uns unterhalten, die ist fast taub. So, und aber deiner Frau sagst du dann, oder der anderen Person, die du bekannt machen willst, dass der andere geistig so ein bisschen eingeschränkt wäre. Ja, dann brauchst du eigentlich nur dem Gespräch zu lauschen. So. Ich ging ins Schloss hinein. Man kannte mich dort wohl. Der Herr war nicht zugegen, aber unter dem falschen Vorwand, Ausbesserungen und Maße für neue Arbeit vornehmen zu müssen, ging ich dorthin hin, allwo ich meine Kinder finden musste. Etliche Jahre waren vergangen, seit ich sie nimmer gesehen. Allsolang ein Künstler die Kraft seiner Lenden spürt, zeugt er und gedenkt nicht dessen, das er gezeugt hat. Überdies hatte mich das letzte Mal, da ich hinein wollte, Herr von Concy mit einem sonderlichen Lachen davon zurückgehalten. Ich hatte mir gedacht, dass er ohne Zweifel irgendein Weibsbild, irgendeine verheiratete Frau verberge. Und dieweil ich sicher war, dass es nicht die meine sei, scherte ich mich nicht darum. Und überdies, die Schrullen solcher großen Tiere soll man nicht erörtern. Das ist glücklicher. In Concy versucht niemand, den Herrn zu begreifen. Er ist ein weniges übergeschnappt. Ich stieg also frischen Mutes die Haupttreppe empor, als ich so hatte noch nicht 10 Schritte getan, da blieb ich gleich an dem Weibe Lots wie zur Salzsäure erstarrt stehen. Die Weintrauben, die Pfirsichzweige und die Blumengebinde, so sich um das geschnittene Treppengeländer wanden, waren mit tiefen Messerhieben zerstückelt. Ich traute meinen Augen nicht. Ich umfasste die armen Verstümmelten mit beiden Händen. Ich fühlte, wie sich ihre Wunden unter meinen Fingern vertieften. Mit einem Stöhnen, einem versagenden Atem sprang ich in großen Sätzen die Stufen hinauf. Ich ahnte nunmehr, was ich vorfinden würde. Was ich vorfand, das überstieg indes jede Vorstellung. Im Speisesaal, im Waffensaal, im Schlafgemach war allen Figürchen der Möbel und der Täfelungen irgendetwas abgeschnitten. Dem die Nase, jenem der Arm, diesem das Bein, dem anderen das Feigenblatt. Auf den Wölbungen der Truhen, zu Seiten der Kamine, auf den schlanken Schenkeln der geschnitzten Säulen machten sich in tiefen Messerschrammen Inschriften breit. Der Name des Besitzers, etwelcher schwachsinnige Gedanke oder wohl auch Tag und Stunde dieser Herkulesarbeit. Am End der langen Halle hatte meine liebliche nackte Nymphe aus der Ionne, die da auf dem Hals einer zottigen Löwin kniet, als Zielscheibe gedient. Ihr Leib war von Büchsenschüssen durchlöchert und allerorts aufs Geratewohl Stiche und Schnitte, abgehobelte Späne, Tinten oder Weinflecke, angemalte Schnurrbärte oder schmutzige Späße. Kurzum, da war alles, was nur die Einsamkeit und die plumpe Laune eines reichen Tropfes ersinnen kann, der in seinem Schloss vergraben nimmer weiß, was er anfangen kann. Und der, dieweil er zu nichts Besserem taugt, nur noch aufs Zerstören zerfällt. Wäre er zur Stell gewesen, ich glaube, ich hätte ihn getötet. Ich wimmerte. Ich keuchte aus der Tiefe meines Schlundes. Geraume Zeit vermochte ich nicht ein Wort hervorzubringen. Mein Hals war ganz rot und die Stirnadern traten hervor. Die Augen schwollen mir aus dem Kopfe gleich wie einem Krebs. Am Ende brachte ich etliche Flüche heraus. Es war höchste Zeit, weniges fehlte und ich wäre erstickt. Aber nunmehr, da der Zapfen einmal gezogen war, potzwetter, hierzu ging's los. 10 Minuten alleweil sofort und ohne Atem zu schöpfen, habe ich alle Götter verflucht und meinen Hass von der Leber gespült.
O du Hund, schrie ich, musste ich wohl meine schönen Kinder just in deine Mistbude führen, auf dass du sie umarmen, verstümmeln, vergewaltigen, beschmutzen und besudeln könntest? Ach Gott, ach weh mir, ihr, meine süßen Kleinen, die ihr in Freude gezeugt wart, ihr, auf die ich als meine Erben zählte, ihr, die ich gesund, kraftvoll und rund geschaffen hatte, mit festen Gliedern, an denen nichts fehlte, die ihr aus Holz gefertigt wart, so 1000 Jahre überdauern kann. In welchem Stand finde ich euch wieder? Lahm, verstümmelt, oben, unten und in der Mitte, von hinten, von vorne, an der Spitze, am Bug, vom Keller bis zum Boden, mehr mit Schrammen bedeckt, denn eine Bande alter Raubgesellen, so aus dem Kriege heimkehren. Muss ich der Vater dieses ganzen Spitals sein? Großer Gott, erhöre mich. Lass mir die Gnade zuteil werden. Mag sein, mein Gebet scheint dir überflüssig, mich nach meinem Tode mitnichten in dein Paradies eingehen zu lassen, sondern in die Hölle. Tue mich neben den Bratspieß, an dem Luzifer die Seelen der Verdammten röstet, auf dass ich mit eigener Hand den Henker meiner Kinder, der da auf seinen Arsch gespießt ist, um und umdrehen darf. Also weit war ich grad, als der Andoche, ein Lakai, den ich wohl kannte, mich bat, meinem Gejammer ein End zu setzen. Indes er mich zur Tür drängte, suchte der wackere Mann, mich zu trösten. »Ist es denn möglich«, meinte er, »um etlicher Holzstücke willen, sich in solch einen Zustand zu bringen? Was wolltest du sagen, so du gleich uns diesem Namen zusammenleben müsstest, diesem Narren zusammenleben müsstest? Ist es nicht besser, dass er sich, solch ist sein Recht, mit den Brettern ergötze, die er dir bezahlt hat, auf und als auf Kosten guter Christen, gleich mir und dir?« »Ei, dass er dich doch verprügle«, erwiderte ich, »vermeintest du, ich wollte mich nicht ungern um eines einzigen dieser Holzstücke willen, die meine Finger zum Leben erweckt haben, verwamsen lassen? Der Mensch ist nichts, nur das Werk ist heilig. Ein dreifacher Mörder, der da den Geist tötet. Ich hätte noch weit andere Dinge und mit der gleichen Beredsamkeit gesagt, aber ich sah, dass meine Zuhörerschaft nichts davon begriff und dass ich für Andoche ebenso närrisch war als der andere. Und da ich mich im selbigen Augenblick noch einmal umwandte, auf dass ich von der Schwelle der Tür ein letztliches Mal den Anblick dieses Schlachtfeldes umfange, dadurch schoss plötzlich das Komische der Dinge, das Komische meiner armen, namenlosen Götter und ihres Attila, des Andoche mit den sanftmütigen Augen, die mich bemitleideten, und meiner selbst, des dicken Dummkopfes, der seine Kraft mit Jammern vertat und vor Planken Selbstgespräche hielt, gleich einer Rakete durch meinen Kopf, so überwältigend, dass ich jählings meinen Zorn und mein Leid vergaß, dem verdutzten Andoche ins Gesicht lachte und davonging. Nun war ich wieder auf der Straße. Ich sagte, diesmal haben sie mir alles genommen. Ich bin reif, eingeschacht zu werden. Nichts bleibt mir als meine Haut. Wohl, aber mir bleibt auch, Potzblitzau, was da drinnen steckt. Gleich jenem anderen Belagerten, der dem, so ihm drohte, seine Kinder zu töten, dieweil er sich nicht ergeben wollte, erwiderte, wie dir's beliebt, aber ich habe das Werkzeug, um neue zu machen, bei mir. So habe ich auch, Potzkuckuck, das meinte, das haben sie mir nicht genommen und können es mir nicht nehmen. Die Welt ist eine einöde Wüste, darin hier und da Kornfelder wachsen, die wir Künstler gesät haben. Die Tiere der Erde und des Himmels kommen, sie zu berauben, sie abzuweiden und niederzustampfen. Ohnmächtig etwas zu erschaffen, können sie nur zugrunde richten. Nagt und zerstört nur, ihr Viecher, tretet mein Getreide mit Füßen, ich lasse Neues emporwachsen. Die Ehre reift oder abstirbt, was kümmert mich die Ernte? Im Schoß der Erde keimt neue Saat. Ich bin, was sein wird und nicht, was gewesen ist. Und wenn der Tag kommt, da meine Kraft erlicht, da ich meine Augen nicht mehr werde haben und noch meine fleischigen Nüstern, noch die Gurgel darunter, durch die man den Wein hinabgießt und der meine tüchtige, bewegliche Zunge hängt, wann ich nimmer meine Augen haben werde, noch die Geschicklichkeit meiner Hände, noch meine frische Kraft, wann ich überaus alt sein werde, blutlos und gedankenlos, diesen Tag, mein Brignon, wirst du nicht mehr erleben. Geh, sorge dich nicht.
Könnt ihr euch einen Brunnior vorstellen, der nimmer fühlt, einen Brunnior, der nimmer schafft, einen Brunnior, der nimmer lacht und der nimmer vor Eisen zugleich, vier Eisen zugleich im Feuer hat? Mitnichten. Das kann erst sein, wenn er aus seiner Haut heraus ist. Die mögt ihr verbrennen. Ich überlasse euch meinen Fetzen.